So, willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Ich debattiere jetzt mit Fabian Lehr über die Frage, die er beim letzten Mal aufgeworfen hatte. Du hattest ja gesagt, dass ja, Staaten nur so viel unter ihrer Bevölkerung verteilen können, per Wohlfahrtsstaat oder per Lohnerhöhung, wie ihre Stellung auf dem internationalen Weltmarkt ist. Dem würde ich soweit zustimmen. Aber du hast gesagt, dass das auch in imperialistischen Metropolen mit der Zeit immer schwieriger werde. Wie meinst du das genau? Das Hauptproblem der westlichen imperialistischen Metropolen besteht darin, dass in den letzten Jahrzehnten zunehmend Marktanteile an die vor allem ostasiatische Konkurrenz verloren haben. Zunächst an Japan und Südkorea, dann in zunehmendem Maß an China, jetzt auch langsam zunehmend an aufstrebende Staaten Südasiens wie Indonesien, wie Indien und so weiter. Natürlich ist es so, dass die Gesamtmenge des in den westlichen imperialistischen Staaten vorhandenen Wohlstandes absolut ausreichen würde, den Lebensstandard der Bevölkerung massiv erhöhen zu können. Und der deutsche Staat sitzt auf riesigen Goldreserven. Er hat eine der reichsten Bourgeoisien der Welt. Er hat de facto die Steuern auf Vermögen, auf Erbschaften weitgehend abgeschafft in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, natürlich ist der Wohlstand in den westlichen imperialistischen Metropolen groß genug, dass man die Masse der Bevölkerung reicher machen könnte. Das Problem ist nur, das kann der bürgerliche Staat nur durch einen Angriff auf seine herrschende Klasse tun, also auf die Leute, um deren Willen er existiert. Der deutsche Staat kann natürlich mehr Geld für den Sozialstaat herausholen, indem er beispielsweise eine hohe Erbschaftssteuer einführt. Er kann natürlich mehr Geld herausholen, indem er eine hohe Vermögenssteuer einführt. Er kann hohe Summen für den Sozialstaat herausholen, indem er die Massenkonsumsteuern senkt, dafür aber die Unternehmenssteuern, Gewinnsteuern und so weiter erhöht. Das Problem ist nur, der Staat müsste sich damit auf Kriegsfuß mit seinem eigenen Kapital begeben. Das kann er in einem gewissen Ausmaß tun. Also wenn die BRD jetzt zum Beispiel eine 20-prozentige, 50-prozentige Erbschaftssteuer einführen würde, dann wäre davon auszugehen, dass ein beträchtlicher Teil der deutschen Bourgeoisie das zähneknirschend akzeptieren würde, auch wenn sie natürlich Agitation dagegen treiben würden, FDP wählen würden und so weiter. Wenn der deutsche Staat jetzt aber beschließt, wir erheben eine Erbschaftssteuer von 100%, wir lösen die Bundeswehr weitgehend auf, weil wir wollen keine Imperialkriege mehr führen, sondern besseren Sozialstaat, dann wird die herrschende Klasse Deutschlands dagegen rebellieren. Entweder indem sie ihr Kapital komplett abzieht, die Produktion in andere Länder verlagert, oder wenn es zu drastisch wird, auf direkt politische Weise, indem sie versucht, diesen Staat zu stürzen. Das ist etwas, das exotisch klingt, dass in westlichen Staaten die Bourgeoisie gegen ihren eigenen Staat kämpfen könnte. Aber das klingt nur deswegen exotisch, weil in den letzten Jahrzehnten die Politik der westlichen Staaten eben so in Übereinstimmung mit den Interessen ihres Kapitals war, dass es zur Rebellion keinen Grund gab. Aber wie schnell ein bürgerlicher Staat seine Existenzgrundlage zerstören und sich die Bourgeoisie zum Feind machen kann, wenn er keine Politik in dem Sinne mehr treibt, sieht man ja im Chile Pinochets, beziehungsweise vorher Allendes, wo der Versuch, auch nur einen linksreformistischen Sozialstaat aufzubauen, zu einem faschistischen Staatsstreich geführt hat. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das war ja diese historische Epoche in ganz Lateinamerika, wo man überall demokratische Regierungen, die mal mehr, mal weniger links waren oder die versucht haben, einen dritten Weg zu gehen, dass man die beseitigt und dort ja für einige Jahrzehnte Militärdiktaturen eingerichtet hat, bis diese kritische Phase in der Geschichte überwunden ist, bis man ja diese Militärdiktaturen also nicht mehr brauchte. Also da würde ich dir tatsächlich zustimmen. Aber es hat in den westlichen Staaten ja mal eine Zeit gegeben, von den 50ern bis in die 70er Jahre, wo die Löhne ungefähr so stark gestiegen sind wie die Produktivitätszuwächse, wo der Sozialstaat auch immer mehr ausgebaut wurde. Also je nach Land war das natürlich unterschiedlich. Einige Staaten haben das ja zu einer Zeit mehr gemacht und andere Staaten weniger. Also in Deutschland wurde der Sozialstaat besonders stark unter der sozialliberalen Regierung unter Willy Brandt ausgebaut, beispielsweise. Und wieso sollte so eine ja, historische Epochen nicht noch einmal von neuem möglich sein. Also, dass Regierungen so etwas noch mal von neuem machen. Weil damals zwei Faktoren grundlegend anders waren als heute.
Das eine war, dass in den 50er bis 70er Jahren, wenn man es etwas präziser sagen will, bis 1973 in den westlichen Bourgeoisien eine überoptimistische Aufbruchsstimmung herrschte. Man muss sich klar machen, dass nach 1945 das westliche Kapital quasi die Welt beherrscht hat, außerhalb des sowjetisch kontrollierten Bereiches. Es gab keine außereuropäischen bzw. außerwestlichen Wirtschaftsmächte von irgendeinem Gewicht. Von 1945 bis in die 70er Jahre bestand die Welt außerhalb der sowjetischen Machtsphäre aus westlichen imperialistischen Metropolen und von der abhängigen Kolonien oder Halbkolonien. Das westliche Kapital hat die Welt beherrscht. Das westliche Kapital hat durch seine unangefochtene Monopolstellung auf dem Weltmarkt spektakuläre Profite eingefahren. In den 50er bis 70er Jahren hatten erfolgreiche imperialistische Staaten wie die USA oder Deutschland teilweise Wachstumsraten von jährlich über 10% ihres BIP. Das heißt, wir hatten einerseits eine Situation, in der die westlichen Kapitalisten dermaßen prosperierten und dermaßen optimistisch in ihre eigene Zukunft blickten, dass sie sich bereit zeigen konnten, sozialstaatliche Zugeständnisse zu leisten, um ihren eigenen Staat im Inneren sozialstaatlich ruhig zu halten. Andererseits hatten wir eine Arbeiterinnenbewegung, die viel stärker und kämpferischer war als die heutige. Das sind jetzt zwei Seiten derselben Medaille. Selbst in einem wirtschaftlich prosperierenden Staat wird die Bourgeoisie niemals von sich aus sozialstaatliche Geschenke an die Arbeiterin machen. Es wird niemals dazu kommen, dass Bosse, selbst wenn sie 10, 15% BIP-Wachstum haben, von sich aus vorschlagen, wir verdoppeln jetzt mal den Mindestlohn, weil wir so nette Leute sind. Es wird nie vorkommen, dass sie vorschlagen, wir reduzieren die Arbeitszeit von 8 auf 6 Stunden, weil wir unseren Arbeitern Gutes tun wollen. Selbst in einem Szenario, wo die Wirtschaftsleistung so glänzend sich entwickelt, dass die Bourgeoisie höhere sozialstaatliche Ausgaben bewältigen kann, braucht es trotzdem eine Arbeiterinnenbewegung, die diese Forderung stellt und erkämpft. Wir haben in den letzten Jahrzehnten einen weitgehenden Kollaps der Massenorganisationen der Arbeiterinnenbewegung gesehen. Wir haben immer weniger Gewerkschaftsmitglieder und immer weniger Kampfgeist in Gewerkschaften. Wir haben keine kommunistischen oder kommunistisch orientierten Arbeiterinnenparteien mehr. Und ein anderer Punkt, der ganz zentral ist, den ich als dritten Punkt noch anfügen würde: Wir haben keine Systemkonkurrenz mit einer Planwirtschaft mehr. Das war ein ganz zentrales Element, warum Staaten wie die BRD in den 60er, 70er, 80er Jahren bereit waren, ihren Sozialstaat massiv auszubauen. Man wollte die Attraktivität der sozialistischen Systemalternative senken. Man wollte den Leuten zeigen, aber ihr könnt ja auch im Kapitalismus ein schönes und gesichertes Leben haben. Wir braucht keinen Kommunismus. Diese Systemalternative ist 1990 weggefallen. Die kapitalistischen Staaten, die jetzt allein auf der Welt existieren, werden nicht mehr fundamental in Frage gestellt. Man muss die Leute nicht mehr davon überzeugen, dass der Kapitalismus auch okay sein kann, weil die meisten Leute gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dass es was anderes geben könnte. Ja, aber diese hohen Wachstumsraten, die du gerade erwähnt hast, die hängen ja zusammen mit dieser anderen Politik, die damals gemacht wurde. Dadurch, dass man eben das Geld von den Reichen an die Mehrheit der Bevölkerung umverteilt hat, ist auch die Nachfrage immer weiter gestiegen, was eben diese Wachstumsraten überhaupt erst ermöglicht hat. Der Einbruch der Wachstumsraten, der ist ja dann in den 80ern mit dem Siegeszug des Neoliberalismus und eben einer grundlegend anderen Politik gekommen. Ich glaube, dass es eine Verwechslung von Ursache und Wirkung ist. Es ist natürlich so, dass die Befeuerung der Massenkaufkraft in den 60er, 70er Jahren ein Element war, das diese Prosperitätsperiode hat am Laufen halten können. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass der Hintergrund, vor dem diese Prosperität möglich war, eben auch die Dominanz des westlichen Kapitals auf dem Weltmarkt war. Die Prosperität der westlichen Staaten hat zu einem beträchtlichen Teil darauf beruht, dass es außerhalb Europas und Nordamerikas keine konkurrenzfähigen Industriemächte gab. Das heißt, im gesamten globalen Süden mussten die Leute europäische und amerikanische Industrieprodukte kaufen. Gerade für einen Staat wie Deutschland, der immer in erster Linie eine Industriemacht war, war das ein ganz zentraler Punkt. Das deutsche Kapital hat dermaßen floriert, nicht nur und nicht einmal in erster Linie aufgrund der Kaufkraft des deutschen Binnenmarktes, sondern in erster Linie wegen der ungeheuren Exportkraft der deutschen Industrie. Und diese Exportkraft basierte eben darauf, dass es keine wirkliche außerwestliche Konkurrenz gab. Das ist heute eine völlig andere Situation. Und die Krise, in die der westliche Imperialismus Ende der 70er Jahre geraten ist, hing nicht zuletzt auch damit zusammen, dass gerade in dieser Zeit erstmals eine Bedeutung
zu Lasten der europäischen und amerikanischen Industrie hatten, dann zunehmend ab den späten 80er Jahren langsam auch China. Das heißt, sozialstaatliche Zugeständnisse im kapitalistischen Rahmen sind nur für einen Staat möglich, der in der imperialistischen Hackordnung weit oben steht. Aber noch zum zweiten Punkt. Ich glaube nicht, dass die neoliberale Wende an der Wende von den 70er zu den 80er Jahren die Ursache der Systemkrise in Europa war, sondern eine Folge. Wir hatten ja eine Verlangsamung des Wachstums schon seit 1973, hatten nach 1973 eine Phase von 5 bis 10 Jahren, in der das Wirtschaftswachstum einbrach, es aber noch keine neoliberale Reaktion darauf gab. Die neoliberale Reaktion kam erst um 1980. Das heißt, ich glaube, das war eine Reaktion auf die Krise und nicht ihre Ursache. Dem würde ich widersprechen. 1973 hatten wir ja die erste Ölkrise und schon in den 70er Jahren mit dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems wurde in vielen westlichen Notenbanken eine monetaristische Wende eingeleitet. Das heißt, auf Ebene der Zentralbanken wurde der Neoliberalismus quasi schon in den 70er Jahren eingeführt und nicht erst in den 80er Jahren. Und diese völlig übertriebenen Zinserhöhungen, die die Zentralbanken im Gefolge der beiden Ölkrisen vornahmen, haben eben mit zum Einbruch der Wachstumsraten beigetragen. Auf dem Feld der Währungspolitik, aber nicht auf dem Feld der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wir haben sogar in der BRD noch Mitte, Ende der 70er Jahre weitere Erhöhungen der Sozialausgaben. Wir haben zum Beispiel noch, ich glaube, kann es nicht beschwören, müsste nachschauen, es war, ich glaube, 1977 oder 78 eine substanzielle Rentenerhöhung. Wir haben noch Ende der 70er Jahre Ausweitung der Sozialleistung, beispielsweise bei der Sozialhilfe. Das heißt, die Wende einer Beschneidung des Sozialstaates in massivem Ausmaß kommt erst mit einer deutlichen Zeitverzögerung. Und selbst wenn wir uns Bretton Woods anschauen, und dann war es ja so, dass man die Aufhebung des Goldstandards des Bretton Woods-Systems nicht aus heiterem Himmel in noch anhaltender Hochkonjunktur beschlossen hat, sondern eben bereits als eine Reaktion auf die ausgebrochene ökonomische Krise. Das heißt, der Neoliberalismus ist ein Krisenkapitalismus. Der Neoliberalismus ist eine Reaktion darauf, dass die westlichen kapitalistischen Mächte gesehen haben, dass sie mit ihren bisherigen Marktanteilen, mit der aufstrebenden asiatischen Konkurrenz, mit einem Fortführen der bisherigen Lohnniveaus in Europa ihre Marktanteile so nicht würden halten können. Die europäischen Kapitalisten haben vor einer Wahl gestanden in den 70er, 80er Jahren. Entweder behalten wir das jetzige Ausmaß des Sozialstaates bei, erhöhen dadurch die Lohnkosten, oder wir kürzen die Lohnkosten und kündigen dadurch die Sozialpartnerschaft auf, die wir bisher hatten. Ja, aber beim Bretton Woods-System würde ich dir auch schon nicht zustimmen. Das Bretton Woods-System hatte gewisse Konstruktionsfehler. Die Wechselkurse wurden zu langsam an die divergierenden Inflationsraten zwischen den Ländern angepasst, was zu Ungleichgewichten in den Leistungsbilanzen führte. Das hat wenig mit der grundsätzlichen Krise des gesamten Systems zu tun, sondern es ist einfach ein Konstruktionsfehler im Bretton Woods-System gewesen, den man relativ einfach hätte beheben können. Aber das war ja trotzdem nicht die Ursache, warum man gerade 1973 es zerstört hat. Man hat es ja 1973 zerstört, weil man gesehen hat, dass die Restriktionen, die es der eigenen Währungspolitik auferlegt, die Möglichkeiten einer fiskalischen Antwort auf die Krise erschweren. Die Aufhebung von Bretton Woods war eine Reaktion auf den Ölpreisschock. Also es gibt ja einen Grund, warum das Bretton Woods-System genau 1973 kollabiert ist und nicht 1969, 1963, 1966. Aber wie auch immer man Bretton Woods interpretiert, es bleibt ja dabei, dass es nach dem Ölpreisschock und der dadurch ausgelösten ersten Krise ein beträchtliches zeitliches Intervall gibt, bis wir eine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik sehen. Eigentlich in Deutschland in richtig extremem Ausmaß, erst mit Kohl und danach Schröder. Das heißt, eigentlich erst ab Mitte der 80er Jahre. Und Frankreich hatten wir dann eine interessante Entwicklung. In Frankreich hatten wir tatsächlich auf die Krise der späten 70er, frühen 80er Jahre als Reaktion ein Anwachsen der linken politischen Bewegungen. Wir hatten ein massives Anwachsen der sozialistischen und kommunistischen Partei, die dann zur Bildung der kommunistisch-sozialistischen Koalitionsregierung unter Mitterrand Anfang der 80er geführt hat. Diese Mitterrand-Regierung hat tatsächlich versucht, die Krise durch eine Erhöhung der Binnenkaufkraft zu bekämpfen, indem man eben die Lohnniveaus erhöht, die Sozialleistungen anhebt und so weiter. Und das ist eben auch eine schöne Illustration für das, was ich vorhin ausgeführt habe.
die Mitterrand-Regierung, die nicht einmal eine revolutionär-kommunistische Regierung war, sondern nur eine linksreformistische Sozialpolitik treiben wollte, hat sich dadurch sofort in einen scharfen Kampf mit seinem eigenen Kapital und auch dem imperialistischen Ausland begeben. Die Reaktion der französischen Kapitalisten auf die Sozialpolitik der Mitterrand-Regierung war eine massive Kapitalflucht aus Frankreich. Das war die Ankündigung der EG, Frankreich aus ihren Strukturen auszuschließen. Und das war säbelrasselnde USA, die angekündigt haben, dass sie, wenn Frankreich in eine planwirtschaftliche Richtung geht, das keinesfalls akzeptieren werden. Und das hat dann nach ein paar Jahren zum Einknicken Mitterrands und einer neoliberalen Wende geführt. Das heißt, ein Staat kann nicht einfach im luftleeren Raum entscheiden, dass er auf die Krise reagiert, indem er das ökonomische Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit zugunsten der Arbeit verschiebt, ohne sich damit das Kapital zum Feind zu machen. Ja, aber Frankreich hätte beispielsweise ja Kapitalverkehrskontrollen einführen können. Das hätten sie absolut können, aber das hätte eben dazu geführt, dass das französische Kapital in einen Zustand des offenen Kriegs zu seinem Staat getreten wäre. Ich argumentiere ja gar nicht, dass man in einer Krise einen linken Wahlerfolg nicht nutzen kann, um damit einen linkeren Staat aufzubauen, den Lebensstandard der Massen zu erhöhen. Was ich sage, ist, dass wenn man das in einem ernsthaften Ausmaß in einer Krise tut, wird man in einen Zustand geraten, in dem man de facto einen Bürgerkrieg gegen die bisherige herrschende Klasse ausfechten muss. Wenn Frankreich Anfang der 80er Jahre daran festgehalten hätte, es treibt eine linksreformistische Sozialpolitik, dann wäre Frankreich wahrscheinlich aus den EG-Strukturen rausgeflogen. Dann wäre das französische Kapital, wenn man es daran gehindert hätte, sein Kapital abzuziehen, hätte es rechtsradikale, faschistische, antikommunistische Bewegungen unterstützt. Wenn Frankreich dabei dann noch weitergegangen wäre, seine Kapitalisten einfach enteignet hätte, dann hätte es die realistische Möglichkeit gegeben, eines völligen diplomatischen Bruchs mit den westlichen Mächten, einer Konfrontation mit den USA. Es klingt heute exotisch, aber Anfang der 80er Jahre haben die USA tatsächlich Planungen erstellt für eine mögliche militärische Intervention in Frankreich, falls aus der Mitterrand-Regierung tatsächlich eine Planwirtschaft hervorgehen sollte. Das heißt, man kann natürlich in Krisenzeiten als linksreformistisch regierter bürgerlicher Staat seinem Kapital den Kampf ansagen, muss sich dann aber darauf gefasst machen, dass man diesen Kampf dann auch wird ausfechten müssen. Was heißt den Kampf ansagen? Also, wenn man in Frankreich die Kaufkraft gestärkt hätte, dann wären ja auch die Einnahmen der Unternehmen langfristig wieder gestiegen, auch wenn kurzfristig das auf ihre Profite gedrückt hätte. Aber das hat Frankreich ja getan. Das ist in Frankreich eben nicht geschehen, weil man in Frankreich auf diese Erhöhung der Kaufkraft auf dem Binnenmarkt sofort mit massiver Kapitalflucht reagiert hat. Frankreich hat ja unter Mitterrand tatsächlich den Mindestlohn massiv erhöht. Man hat ja tatsächlich die Sozialleistungen massiv erhöht. Die Reaktion darauf war aber nicht, dass die französischen Kapitalisten gejubelt haben, dass jetzt die Krise beseitigt ist durch die Erhöhung der Binnennachfrage. Die Reaktion darauf war, dass einerseits eine massive Kapitalflucht stattgefunden hat, andererseits die gesamte Medienwelt der französischen Bourgeoisie zum erbarmungslosen Kampf gegen diese Regierung aufgerufen hat. Das heißt, selbst wenn man MMT-artige Thesen vertritt, die Bourgeoisie der westlichen Staaten tut das nicht. Die Bourgeoisie der westlichen Staaten geht nicht davon aus, dass eine Erhöhung der Binnenkaufkraft in ihrem Interesse liegt. Die Bourgeoisie der westlichen Staaten hält es für ihren Interessen schädlich und zuwiderlaufend, dass man eine expansive Geldpolitik treibt, dass man den Sozialstaat massiv ausbaut. Die westlichen Bourgeoisien sind davon Interesse liegt. Sie sehen das halt nicht so. Ja. Aber es gibt eins. Nee, wie fange ich jetzt an? Also wir haben ja diese Epoche gesehen, wo die Zuwächse des Bruttoinlandsprodukts relativ gleich zwischen Arbeitern und Unternehmern verteilt wurden, von den 50ern bis in die 70er Jahre. Und deine These ist jetzt, dass das danach nicht mehr möglich war, weil das System dann in eine Krise gekommen ist.
Meine These ist, dass ich es erstens für nicht realistisch halte, weil das westliche Kapital nie mehr eine so dominante Stellung auf dem Weltmarkt erlangen kann. Meine These ist aber vor allem, dass die herrschende Klasse der westlichen Staaten die MMT-Politik halt nicht teilt. Das Entscheidende ist ja nicht, ob ich der Meinung bin, es wäre aber für das deutsche Kapital gut, die Binnenkaufkraft zu erhöhen. Die Tatsache ist, dass das deutsche Kapital das nicht so sieht. Das deutsche Kapital ist fest davon überzeugt, dass eine Steigerung der Massenkaufkraft durch expansive Geldpolitik und eine höhere Sozialleistungsrate schlecht für ihr Interesse ist. Das heißt, das deutsche Kapital wird gegen eine solche Politik kämpfen, selbst wenn ich der Meinung wäre, dass es gut für sie ist. Und der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, dass die deutschen Kapitalisten schon recht haben mit der Einschätzung. Ich glaube, dass es tatsächlich die Stellung des deutschen Kapitals auf dem Weltmarkt verschlechtern würde, wenn man durch sehr hohe Sozialleistungen die Lohnkosten in Deutschland erhöht. Es ist für die deutschen Kapitalisten, die ja insbesondere exportorientierte Kapitalisten sind, schon besser, wenn man in Deutschland billig produzieren kann, als wenn die Kaufkraft des Binnenmarktes hoch ist. Aber selbst wenn ich der Meinung wäre, das wäre nicht so, dann geht es ja letztlich darum, ob die Bourgeoisie selbst das so sieht, nicht ob ich das so sehe, ob sie einer solchen Politik Widerstand leistet. Ja, was heißt Widerstand leisten? Der individuelle Kapitalist, der überlegt ja erstmal, ob eine Investition Sinn ergibt. Und wenn die Erhöhung der Binnennachfrage dafür sorgt, dass mehr Investitionen Profit ergeben als vorher, dann steigt die Wirtschaftsleistung, weil mehr investiert wird. Aber die Frage, ob die Bourgeoisie das so handhabt, ist ja empirisch geklärt. Wir haben ja die Tatsache, dass in jedem starr westlichen Staat, der versucht hat, eine Kombination von expansiver Geldpolitik mit Steigerung der Sozialleistungen durchzuführen, um durch Erhöhung der Binnenkaufkraft aus der Krise herauszukommen, von seiner eigenen herrschenden Klasse abgestraft wurde. Wenn die Bourgeoisie in den westlichen Staaten der Meinung wäre, das Wichtigste für sie sei ein kaufkräftiger Binnenmarkt, dann würden sie ihre Produktion ja nicht reihenweise in Niedriglohnländer verlegen. Dann würden sie ja nicht im Beispiel Mitterrand oder Allende mit allen politischen und, wenn es möglich ist, sogar militärischen Mitteln kämpfen gegen eine expansive linke Sozialpolitik. Wir sehen das ja bei Mitterrand. Selbst wenn man der Meinung ist, es wäre für die französischen Kapitalisten vorteilhaft gewesen, das Lohnniveau zu erhöhen, die französischen Kapitalisten haben das halt nicht so gesehen. Und Kapitalisten sind ja keine isolierten Individuen. In einer Situation, in der ein bürgerlicher Staat mit einer linksreformistischen Regierung eine Wirtschafts- und Sozialpolitik fährt, die von der Mehrheit der Kapitalistinnen als ihren eigenen ökonomischen Interessen schädlich betrachtet wird, dann handeln sie ja nicht mehr als Individuen, dann schließen sie sich ja zusammen. Dann haben wir immer eine Situation wie in Chile 1973, dass es halt einen faschistischen Staatsstreich gibt oder dass es eine koordinierte Massenflucht des Kapitals gibt oder dass es den Aufbau einer rechtsradikalen Großpartei gibt oder wie wir es in Venezuela gesehen haben, dass es eine koordinierte Kampagne des Kapitals zur medialen Diskreditierung der Regierung gibt. Kapitalisten werden nicht alle isoliert leiden, sie werden sich zusammenschließen und gegen eine solche Regierung kämpfen, weil bedauerlicherweise das Klassenbewusstsein der Kapitalistin tendenziell höher ist, als das der Arbeiterinnenbewegung momentan. Ja, aber wenn die Wirtschaft stärker wächst, dann ist das ja nicht gegen das Interesse jedes Kapitalisten. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Deutschland. Wenn Deutschland große Investitionsprogramme auflegen würde, dann würde das die Binnennachfrage steigern und damit perspektivisch zu Lohnerhöhungen führen, die dann der Exportindustrie schaden können. Aber wenn das, was an Binnenwirtschaft zusätzlich aufgebaut würde, größer wäre als das, was an Exportindustrie wegfiele, dann wäre es ja insgesamt für die Kapitalisten trotzdem noch ein Plusgeschäft unterm Strich. Nee, aber wie du wissen wirst, bin ich ja kein Verfechter der MMT-Theorie. Ich halte die MMT-Theorie für falsch. Ich glaube, dass sie nicht die ökonomische Realität abbildet. Aber die Sache ist, selbst wenn ich davon überzeugt wäre, dass die MMT die ökonomische Realität richtig beschreibt, die wir erleben, würde es ja erstens bedeuten, nachdem ein solcher Wandel eingetreten ist, würde es erst einmal Jahre dauern, bis sich das in ökonomischem Wachstum niederschlägt. Wenn heute der deutsche Staat beschließt, dass er den Mindestlohn verdoppelt, dass er die Sozialleistungen verdoppelt, dann führt das nicht dazu, dass in 5 Monaten Deutschland plötzlich eine prosperierende größere Industrie hat. Das Zweite ist, dass Staaten wie Deutschland die Mehrheit ihrer Profite ja gar nicht auf ihrem Binnenmarkt erzielen. Deutschland oder momentan in viel größerem Ausmaß China sind ja Exportmächte. Das deutsche Kapital, die Interessen des deutschen Kapitals hängen davon ab, dass es auf dem Weltmarkt günstig exportieren und dort ausländische Märkte beherrschen kann.
für das deutsche Kapital, das zum Autos herstellt, ist es nicht so relevant, ob die 10% seiner deutschen Autokäufer eine höhere Kaufkraft haben. Für das deutsche Kapital ist relevant, dass man in Deutschland relativ günstig Autos produzieren kann, die man auf dem Weltmarkt kompetitiv absetzen kann. Für das deutsche Kapital ist es also schädlich, wenn ich eine Situation habe, in der ich dem Arbeiter im Daimlerwerk in Deutschland einen doppelt so hohen Lohn zahlen muss. Für das deutsche Kapital ist es schädlich, wenn durch höhere Steuern die Sozialleistungen erhöht werden. Aber selbst wenn ich der Meinung wäre, dass in einem nicht so stark exportorientierten Staat eine MMT-Politik dem Kapital nützen würde, das Kapital teilt diese Position halt nicht. Wenn du in Deutschland morgen eine linksreformistische Regierung hast, die verkündet, wir verdreifachen den Mindestlohn, verdoppeln die Sozialhilfe, verdoppeln die Renten, wird das Kapital dem massiven Widerstand leisten und nicht 10 Jahre abwarten, ob nach 10 Jahren eine solche MMT-Politik schließlich doch positive Resultate erzielt. Das ist einfach das, was wir überall beobachtet haben, wo ein solcher Versuch gemacht wurde. Was heißt nach 10 Jahren, wenn du den Mindestlohn verdoppelst? Also das ist jetzt schon eine relativ starke Veränderung. Durch eine Erhöhung des Lohnniveaus kommt es natürlich auch immer zu Preiserhöhungen. Aber wenn du das versuchst, dann wird sofort, ab dem dieser Mindestlohn doppelt so hoch ist, die Nachfrage auch dementsprechend ansteigen. Das heißt, du hast dann innerhalb weniger Monate eine starke Ankurbelung der Wirtschaft. Naja, hast du nicht wirklich, weil erstens, wie ich ja schon dargelegt habe, ein Staat wie Deutschland ist in erster Linie nicht von seinem Binnenmarkt abhängig. Der deutsche Binnenmarkt kann überhaupt nicht kompensieren, was das deutsche Kapital auf ausländischen Märkten einnimmt. Für das deutsche Kapital ist das Allerwichtigste, dass man in Deutschland relativ günstig produzieren kann, um seine Waren auf ausländischen Märkten abzusetzen, wo der Umsatz viel höher ist als auf dem relativ kleinen deutschen Binnenmarkt selbst. Der zweite Punkt ist, dass du dabei ja den Aspekt der Inflation völlig außer Acht lässt. Es ist natürlich so, dass ein Staat in seiner eigenen Währung nicht bankrott gehen kann, weil er einfach mehr Geld drucken kann. Das kann er machen. Das ist auch nützlich, wenn er eine autarke Wirtschaft auf seinem Binnenmarkt hätte. Wenn nun aber Deutschland eine nationale Währung einführt, einfach Berge neuer Banknoten druckt, um dadurch seine Staatsausgaben zu decken, dann führt das halt dazu, dass diese deutsche Währung auf dem Ausland nicht absetzbar ist, dass Deutschland de facto nicht mehr wirklich exportieren kann und deutsche Devisen nichts mehr wert sind. Und wenn du der Meinung bist, dass eine solche MMT-Politik zu keinem Problem durch Inflation führt und gleichzeitig zu einem massiven Wirtschaftswachstum. Was wäre denn deine Erklärung, warum das denn die herrschende Klasse keines Staates der Erde eine MMT-Politik fordert? Also die Vorstellung, dass einfach Was ist alle eine Kapitalisten. MMT-Politik? Also, das musstest du erstmal definieren. Was ist denn eine MMT-Politik? Das, was ich gerade erzählt habe, das sind ja eigentlich normale keynesianische Forderungen. Naja, das, was du darlegst, würde ich so verstehen, dass du forderst, dass eine Stärkung der Binnenkaufkraft durch eine nicht nur kurzfristige, temporäre, sondern dauerhafte Steigerung der Staatsausgaben im Interesse nicht nur der Arbeiterinnen, sondern auch des Kapitals eines Staates liegt. Das heißt, der Keynesianismus ist ja eher ein Kriseninterventionsprogramm. Der Keynesianismus hat ja eher das Ziel, dass man aus einer konkreten Krise herauskommt durch eine temporäre Steigerung der Staatsausgaben. Was hinter einer MMT-Politik verstehen würde, wäre eher die Vorstellung, dass eine solche Expansion der Staatsausgaben kein kurzfristiges Kriseninterventionsmittel ist, sondern dauerhafte Politik des Staates sein sollte. Habe ich dich so richtig verstanden? Ja, also das ist eine sehr konservative Interpretation von Keynes, weil er in seiner allgemeinen Theorie eigentlich auch schon geschrieben hat, dass der Staat dauerhaft auf Vollbeschäftigung setzen sollte und Wirtschaftskrisen generell abschaffen sollte durch Nachfragesteigerung. Also dass er in Wirtschaftskrisen nicht nur kurzfristig intervenieren sollte, sondern eben durch die Steuerung der Nachfrage dafür sorgen sollte, dass es nie wieder zu Wirtschaftskrisen kommt. Also das ist tatsächlich gar keine neue MMT-Position, sondern war auch schon bei Keynes so. Und das wäre auch die Forderung, die ich jetzt an den Staat erheben würde. Dass er dafür sorgen sollte, dass die Wirtschaft nicht mehr einbricht, dass es keine Wirtschaftskrisen mehr gibt, eben durch eine dauerhaft steigende Nachfrage. Dass er dafür sorgt, dass die Löhne dauerhaft entsprechend des Produktivitätsfortschritts steigen, dadurch, dass er den Sozialstaat entsprechend ausbaut und dadurch, dass er entsprechende Investitionsprogramme auf den Weg bringt. Wir sind aktuell in einer Situation, also du hast gerade von Krise gesprochen, wir sind aktuell in einer Situation, wo die Unternehmen in den letzten 2 Jahrzehnten durchgängig Nettosparer waren. Sie haben also in fast allen Industrieländern, egal wo du guckst, nicht mehr investiert, sie haben Geld zurückgelegt. In so einer Situation müssen die Staaten letztendlich Defizite machen, was sie größtenteils auch getan haben. Es gibt einige Staaten, die dem aus dem Weg gegangen sind, indem sie ja ihren Export angekurbelt
geholt haben, wie beispielsweise Deutschland, die Niederlande, die Schweiz oder Japan. Aber das ist ja etwas, was nur einige Staaten machen können oder und nicht alle. Denn der Import, also zusätzlicher Export von einigen Staaten bedeutet, dass andere Staaten das wieder importieren müssen. Aber ob man die von dir vertretene Position jetzt MMT nennt oder als eine Spielart des Keynesianismus betrachtet, ich frage mal anders. Wenn du davon überzeugt bist, dass eine dauerhafte Erhöhung der Mindestlöhne, der Sozialausgaben und so weiter im ökonomischen Interesse der westlichen Bourgeoisien liegt, warum fordert die Bourgeoisie keines Staates eine solche Politik? Warum fordert die Bourgeoisie aller westlichen Staaten durchgehend eher eine Politik, die auf der Linie der FDP als auf der Linie der Linken liegt? Was ist die Erklärung für dich, warum keine Bourgeoisie der Welt das fordert, was in ihrem Klasseninteresse wäre? Also wir haben ja in einigen Ländern schon so eine Politik gesehen, beispielsweise in China. In China sind die Löhne in den letzten 40 Jahren entsprechend des Produktivitätsfortschritts gewachsen. Also, und auch dort wurde der Sozialstaat ausgebaut. Die Löhne sind, wie gesagt, deutlich gestiegen und ohne diesen Anstieg der Löhne wäre die Binnennachfrage in China auch nicht angezogen und das Wachstum wäre in den letzten Jahren auch deutlich geringer gewesen. Aber China ist ja kein konventioneller kapitalistischer Staat. China ist ja ein Mischsystem aus planwirtschaftlichen mit kapitalistischen Elementen, in dem die Wirtschaftspolitik von einer einzigen dauerhaft regierenden Partei festgelegt wird. Die chinesische KP hat diese Wirtschaftspolitik nicht auf Druck der chinesischen Kapitalisten verfügt, sondern als eigene Entscheidung. Die Frage ist ja, wenn du der Meinung bist, dass eine solche so verstandene keynesianische Politik die Wurzel des chinesischen ökonomischen Erfolgs ist, warum glaubst du selbst, wird von keiner Bourgeoisie im Westen eine ähnliche Politik eingefordert? Warum wollen die Deutschen und die amerikanischen Kapitalisten durchgehend eine Wirtschaftspolitik, die deiner Meinung nach ihnen massiv schadet ökonomisch? Erstmal, weil sie, glaube ich, nicht alle so langfristig denken. Also der normale Unternehmer, der guckt erstmal auf sein eigenes Unternehmen und wenn seine Lohnkosten sinken, dann ist das erstmal gut für ihn, auch wenn das makroökonomisch langfristig gesehen vielleicht schlecht sein mag. Und es gibt Partikularinteressen, die dafür sorgen, dass ja, dass eine bestimmte Politik gemacht wird, die gesamtwirtschaftlich langfristig vielleicht nicht sinnvoll ist. Nehmen wir beispielsweise die Zinserhöhungen der Zentralbanken. Da gibt es eigentlich, ja, kein Unternehmer, der daran ein großes Interesse hat, außer vielleicht die Bankenbranche, die sich jetzt kurzfristig über höhere Zinseinnahmen freut. Und trotzdem wird das gemacht, obwohl es dafür ökonomisch eigentlich keinen Grund gibt, die Zinsen gerade derart zu erhöhen. Die Länder, die die Zinsen nicht erhöht haben, wie China, wie Japan, die haben dadurch keine großartigen ökonomischen Probleme. Ganz im Gegenteil, kommen wesentlich besser durch die aktuelle Krise. Aber es ist ja nun so, dass die aktuelle Zinspolitik von EZB und Fed von ihrer eigenen Bourgeoisie überwiegend getragen wird. Also die gesamten bürgerlichen Großparteien sowohl in Europa als auch in den USA unterstützen diese Politik ja. Das heißt, man muss konstatieren, die Masse der herrschenden Klasse sowohl in Europa als auch in den USA sind davon überzeugt, dass diese Politik voll in ihrem Klasseninteresse liegt. Man kann daraus eigentlich nur zwei Schlussfolgerungen ziehen. Entweder haben sie damit recht und eine solche Wirtschaftspolitik liegt wirklich in ihrem Klasseninteresse und ich glaube, dass das zutrifft. Oder aber man muss davon ausgehen, dass die gesamte herrschende Klasse Europas und Nordamerikas einfach dumm ist, dass sie einfach nicht verstehen, was ihr eigenes Interesse ist. Und ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, die Differenz, die wir da haben, beruht in erster Linie darauf, dass du davon auszugehen scheinst, die Bourgeoisie Europas und Nordamerikas versteht einfach nicht, was in ihrem eigenen Interesse zu ihrem eigenen Besten ist. Und das glaube ich halt nicht. Da muss man, glaube ich, differenzieren. Also in Bezug auf die kapitalistische Nationenkonkurrenz, also dass das ihre Stellung in der internationalen Konkurrenz schwächt, wenn die Zinsen halt zu hoch sind und das Investitionen abwirkt, was zu einer Rezession führt, wie wir sie gerade in der Eurozone beispielsweise sehen. Da, ja, das würde ich so sehen, dass dass da eben nicht die makroökonomische Vernunft herrscht. Aber in Bezug auf den Klassengegensatz zu ja, den eigenen Arbeitern, da magst du recht haben. Zinserhöhungen treiben die Arbeitslosigkeit in die Höhe und steigern somit die Verhandlungsmacht der Unternehmen. Also das ist ja auch das Ziel der Zinserhöhung. Da gibt es ja dieses Konzept der NAIRU, also der natürlichen Arbeitslosenquote. Es ist das Ziel, diese Arbeitslosenquote in die Höhe zu treiben, um halt die Inflation zu senken. Also ja, einerseits würde ich dir zustimmen, einerseits würde ich sagen,
Sie sehen nicht den Schaden, den das verursacht, vor allem den langfristigen Schaden, den das verursacht, wenn die Zinsen plötzlich so stark in die Höhe schießen. Und andererseits würde ich dir schon recht geben, dass sie damit schon Verhandlungsmacht gegenüber der eigenen Arbeiterschaft gewinnen. Aber ich glaube, was zentral hier in der Diskussion ist, ist die Frage, ob man grundsätzlich davon ausgeht, dass es eine Wirtschaftspolitik geben kann, die den Ausbeutern und den Ausgebeuteten gleichermaßen nützt. Ich glaube, dass das ein unmöglicher Spagat ist. Man kann natürlich in einem ökonomisch prosperierenden Staat in einer Hochkonjunkturphase vorübergehend mal eine Situation haben, wo eine bestimmte Wirtschaftspolitik zu einem Ansteigen des Lebensstandards der gesamten Bevölkerung führen kann, wenn auch in ungleichmäßigem Maße. Ich glaube, dass diese Situation grundsätzlich Ausnahmen und nicht die Regel sind. Ich glaube, dass es keinen Zustand geben kann, in dem dauerhaft die ökonomischen Interessen der Produktionsmittelbesitzer und die ökonomischen Interessen der Ausgebeuteten übereinstimmen. Ich glaube, dass die aktuelle Wirtschaftspolitik eben ein schönes Beispiel dafür ist. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass das deutsche Kapital es tatsächlich meines Erachtens durch die Kohl-Schröderschen Reformen geschafft hat, seine kriselnde Stellung wieder zu festigen. Wir haben in Deutschland jetzt zwar kein Wahnsinnswachstum wie in den 60er, 70er Jahren, aber das deutsche Kapital hat es in den 90er, 2000er Jahren geschafft, seine Stellung in Europa und auf dem Weltmarkt wieder einigermaßen zu befestigen. Und ich glaube, dass es gelungen ist durch das Absenken des Lohnniveaus in Deutschland selbst, weil man dadurch es geschafft hat, eine Situation zu schaffen, in der Deutschland einerseits die Vorteile einer hochentwickelten Imperialmacht hat, das heißt eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung, eine hervorragende Infrastruktur, hohe politische Stabilität, man gleichzeitig aber ein Lohnniveau hat, das sich partiell mehr und mehr dem Niveau eines Schwellenlandes angenähert hat. Das heißt, Deutschland hat es durch Lohnsenkung geschafft, dermaßen kompetitiv zu werden, dass man einen großen Teil der verlorenen Marktanteile zurückgewinnen konnte. Das heißt, die ökonomischen Interessen der Produktionsmittelbesitzer und der Ausgebeuter sind einfach notwendig entgegengesetzt. Das deutsche Kapital profitiert nicht davon, wenn die deutschen Arbeiterinnen einen höheren Lebensstandard erreichen. Das ist aber nur möglich gewesen, weil Deutschland sich in der Eurozone befand. Also wenn Deutschland eine eigene Währung gehabt hätte, dann hätte diese Währung einfach wegen der niedrigeren Inflation, die es in Deutschland gab, aufgewertet. Und dann wäre dieser Wettbewerbsvorteil, den sich das deutsche Absolut. Kapital durch Lohndumping aufgebaut hat, dann wäre der wieder weg gewesen. Also das ist Absolut, absolut, dem Verdienst der stimme ich zu. Eurozone. Absolut, dem stimme ich auch zu. Das ist ja auch der Grund, warum das deutsche Kapital sich mit dem Projekt der EU und der Eurozone so stark identifiziert. Weil diese Kombination von einerseits einem riesigen Binnenmarkt mit gemeinsamer Währung, andererseits dem Fehlen einer echten politischen Einigung und damit politischer Repräsentanz der peripheren Staaten ideal für das deutsche Kapital ist. Also die EU und die Eurozone sind natürlich in erster Linie ein Herrschaftsinstrument des deutschen Kapitals, das die mit Zähnen und Klauen verteidigen wird. Aber das ändert ja nichts am grundsätzlichen Argument. Es bleibt ja trotzdem dabei bestehen, dass die Dominanz Deutschlands innerhalb der Eurozone und der EU eine Situation geschaffen hat, in der das deutsche Kapital tatsächlich von einem Absenken des Lohnniveaus in Deutschland profitiert und nicht Schaden nimmt. Ja, aber die deutsche Binnenwirtschaft, die hat ja unter diesem nicht steigenden Lohnniveau deutlich gelitten. Also die Voll, Masseneinkommen aber sind in das. Deutschland zwischen 2000 und 2010 überhaupt nicht gestiegen. Das heißt, Voll, aber. die deutsche Binnenwirtschaft hat da Schaden genommen. Voll, aber das ist fürs deutsche Kapital ja auch zweitrangig. Das ist ja auch etwas, was ich immer wieder betont habe vor einer Diskussion schon. Das deutsche Kapital ist in erster Linie ein industrielles Exportkapital. Das deutsche Kapital, die großen deutschen Autokonzerne, die großen deutschen Maschinenbaukonzerne, die erzielen nur einen sehr kleinen Teil ihres Umsatzes auf dem relativ kleinen deutschen Binnenmarkt. Für das deutsche Kapital ist es viel relevanter, ob man eine hohe Zahl von Autos nach China, in die USA, nach Indien exportieren kann. Das deutsche Kapital kann sehr gut damit leben, dass der Binnenmarkt da, solange gleichzeitig die Exporte auf einem extrem hohen Niveau bleiben. Das ist ja gerade die zerstörerische Logik der deutschen Hegemonie in Europa, dass in Europa ein Staat
die Dominanz ausübt, der nicht nur am eigenen Binnenmarkt, sondern eigentlich sogar an weiten Teilen des europäischen Binnenmarktes gar kein so starkes Interesse hat, für den es eigentlich vorteilhaft ist, wenn der heimische Binnenmarkt ein niedrigeres Wohlstandsniveau hat, weil das zu sinkenden Lohnkosten führt und damit zu erleichterten Exporten. Das ist ja das Zerstörerische an dem deutschen Imperialismus in Europa momentan. Aber was du gerade gesagt hast, ist ja, dass das auch nicht im Interesse des französischen, des spanischen, des italienischen Kapitals war. Wieso haben diese Länder sich dann deiner Meinung nach auf die Eurozone eingelassen? Ich glaube, dass Ihre Erwartung eine falsche war. Also ich glaube, dass das französische, das spanische, das italienische Kapital nicht damit gerechnet haben, dass innerhalb der Eurozone, dass innerhalb der EU Deutschland eine dermaßen dominante Stellung einnehmen würde. Ich glaube vor allem, dass sie die Möglichkeiten überschätzt haben einer politischen Einigung Europas. Wenn nun die EU tatsächlich nicht nur eine Wirtschaftszone wäre, sondern auch eine politische Einheit, dann könnte Deutschland diese Rolle, die es heute einnimmt, nicht spielen. Wenn wir eine gesamteuropäische Regierung hätten, wenn wir ein echtes europäisches Parlament hätten, wenn wir eine gesamteuropäische Staatsbürgerschaft hätten, dann würde das ja dazu führen, dass in diesem Europäischen Parlament, und damit meine ich nicht das Witzparlament, das wir heute haben, sondern ein echtes gesetzgebendes Europäisches Parlament, dass in diesem Parlament die Abgeordneten der peripheren Staaten zahlenmäßig den Deutschen, Österreich und so weiter immer überlegen wären. In einem echten gesamteuropäischen Staat würde Deutschland einfach überstimmt werden von Frankreich, von Spanien, von Italien. Ich glaube, dass Frankreich und die mediterranen Staaten davon ausgegangen waren, dass es gelingen würde, die politische und ökonomische Einigung halbwegs im Takt zu halten. Das ist aber nicht passiert. Wir haben tatsächlich jetzt eine Währungsunion, eine Zollunion, aber keine politische Union. Und es ist genau diese Situation, die Deutschland seine Herrschaft in Europa ermöglicht, weil Deutschland profitiert von den ökonomischen Wirkungen dieser Union, gleichzeitig es aber keinen wirklichen politischen Rahmen gibt, in dem die Mehrheitsposition der mediterranen, der französischen Bevölkerung sich artikulieren könnte. Das heißt, ich glaube, Deutschland wird mit Zähnen und Klauen an der Währungs- und Zollunion festhalten, aber niemals einer staatlichen Einigung Europas zustimmen. Das ist ja interessant. Wir haben eine Situation, wo sowohl das Kapital als auch die Arbeiterschaft in den südlichen Ländern, also vor allem Italien, Spanien, Frankreich, deutlich verliert und diese Länder sich trotzdem bereit sind, sich zu dieser Währungsunion zusammenzuschließen und auch in dieser Währungsunion verbleiben. Ich meine, es werden ja da keine ernsthaften Anstalten unternommen, jemals auszutreten oder eigene Währungen zu gründen. Teilweise, also wenn wir zum Frankreich oder Italien anschauen, da war ja für den Siegeszug sowohl das Front National als auch der Lega Nord genau diese Situation ausschlaggebend. Also in Frankreich besonders hat ja der Front National auch sehr explizit so eine Art Volksfront-Rhetorik gegenüber EU und Euro bemüht und halt dargelegt, das gesamte französische Volk muss jetzt gemeinsam Widerstand leisten gegen die deutsche Dominanz innerhalb der EU und mit der EU brechen. Nun ist aber das Problem, dass wenn man einmal zu tief in die ökonomischen Strukturen der EU und der Eurozone eingebunden ist, man ohne kurzfristige katastrophale Auswirkungen auch nicht so einfach wieder rauskommt. Das ist ja etwas, was wir in Griechenland sehen. Als 2015 war es, glaube ich, Tsipras Wahlsieg in Griechenland dazu geführt hat, dass Griechenland eine linksreformistische Regierung hatte, die ambitionierte Sozialreformen durchführen wollte, hat ja die EU quasi Griechenland ein Ultimatum gestellt. Entweder ihr hört mit den Faxen auf und macht neoliberale Politik nach unserem Diktat, oder wir schmeißen euch de facto aus der Eurozone raus, entbinden euch von der Versorgung von der EZB und so weiter. Das heißt, wenn man einmal integriert ist in diese Struktur, macht man sich auch erpressbar, weil wenn heute ein Euro-Staat aus dem Euro austritt und eine eigene nationale Währung einführt, dann wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das erst einmal zu einer kurzfristigen hyperinflationären Entwicklung führen würde. Ich glaube, die herrschende Klasse Frankreichs, Italiens, Spaniens und so weiter hat einfach zu große Angst vor den politischen und ökonomischen kurzfristigen Schockwirkungen eines Austritts aus der Eurozone, auch wenn sie wissen, dass sie langfristig massiv verlieren durch einen Verbleib in der Eurozone. Ja, da sind wir bei diesem interessanten Unterschied zwischen kurzfristigem und langfristigem Denken. Und genau das würde ich eben auch für die herrschende Klasse in Deutschland konstatieren. Also
Deutschland hat kurzfristige Vorteile dadurch, dass es Lohndumping betreibt, oder auch mittelfristige Vorteile dadurch, dass es ja damit quasi eine ökonomische Hegemonie über den Rest der EU ausübt. Aber langfristig schadet das ja auch dem Wachstum in Deutschland. Also obwohl das Wachstum in Deutschland eines der höchsten ja von den europäischen Industrieländern war, war das deutsche Wachstum jetzt nicht international überdurchschnittlich. Die USA beispielsweise, die sind trotz eines ohnehin schon höheren BIPs in den letzten 20 Jahren stärker gewachsen als Deutschland. Also Deutschland unterminiert damit meiner Meinung nach seine eigene Position in der internationalen Konkurrenz, obwohl es seine Position in der innereuropäischen Konkurrenz damit stärkt. Und wenn Deutschland wirklich langfristig denken würde, dann würde es eben mehr auf nachfragesteigernde Politik setzen, die langfristig eben auch zu höherem Wachstum führt. Also dem würde ich teilweise widersprechen. Also ich glaube einerseits ein Punkt, den ich jetzt schon mehrmals gemacht habe, dass der Binnenmarkt für das deutsche Kapital gar nicht so zentral ist, weil das deutsche Kapital in erster Linie eine Exportmacht ist. Zweitens würde ich aber auch sagen, dass man die Stagnation und dann den Rückgang des deutschen Binnenmarktes infolge der neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte teilweise auch kompensieren konnte durch die deutsche Steuerpolitik. Es ist zwar so, dass einerseits durch die Stagnation der Massenkaufkraft die im Inland erzielbaren Profite gesunken sind in den 80er, 90er, 2000er Jahren. Andererseits ist in dieser Zeit auch die steuerliche Belastung des Kapitals massiv gesunken durch auch eine neoliberale Steuerpolitik. Deutschland hat ja in den 80er, 90er, 2000er Jahren de facto die Erbschaftssteuer abgeschafft. Man hat de facto die Vermögenssteuer abgeschafft. Man hat de facto die Gewinnsteuern massiv reduziert. Man hat die Unternehmenssteuern massiv reduziert. Man hat die Kapitalertragssteuern massiv reduziert. Das heißt, der Einbruch der Einnahmen aus dem Güterabsatz auf dem Binnenmarkt konnte für das Kapital auch teilweise dadurch kompensiert werden, dass das Kapital viel weniger Steuern zahlen muss. Wenn ich jetzt durch Verkauf meiner Waren 50 Euro weniger einnehme, gleichzeitig aber 60 Euro weniger Steuern zahlen muss, dann habe ich unterm Strich immer noch Gewinn gemacht. Und das sieht man ja in Deutschland. Deutschland hat heute die höchsten Vermögensstände, die in seiner herrschenden Klasse historisch jemals registriert wurden. Das heißt, obwohl der Binnenmarkt in Deutschland darbt, kann die deutsche Bourgeoisie trotzdem immer reicher werden. Ja, um nochmal auf den einen Punkt einzugehen, den du jetzt, glaube ich, schon dreimal gebracht hast, die extreme Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft. Das war ja in den 90ern in der Stärke, wie wir es heute sehen, nicht der Fall. Das ist ja eine politische Entscheidung. Dadurch, dass man eben den Binnenmarkt hat verkümmern lassen und sich so sehr, ja, auf die Exportindustrie fokussiert hat, hat man die Exportindustrie auch nur so wachsen lassen. Naja, das würde ich so nicht ganz sehen. Also es war schon so, dass Deutschland, dass Westdeutschland schon seit den 50er Jahren zwar nicht im heutigen Maße abhängig war vom Export, aber immer eine überdurchschnittlich exportorientierte Wirtschaft war. Also der deutsche Staat hat schon in den 50er, 60er, 70er Jahren mehr für den Export als für den Binnenmarkt produziert, als es beispielsweise in Frankreich oder Großbritannien der Fall war. Der deutsche Staat hat das verstärkt in zunehmendem Maße in den 80er, 90er Jahren, als absehbar war, dass der Aufstieg der asiatischen Staaten, der asiatischen Konkurrenz einerseits zwar dazu führt, dass man eine größere Industriekonkurrenz hat, andererseits aber auch dazu, dass man plötzlich Zugang zu einer riesigen aufstrebenden Mittelschicht, zum Beispiel in China, Indien und so weiter hat. Und ich glaube, dass der deutsche Staat seine Position dadurch eher verbessert hat. Das andere ist, selbst wenn ich davon ausgehe, die Fixierung auf den Export ist nur eine Reaktion auf das Darben des Binnenmarktes. Das ist ja für das deutsche Kapital letztlich egal. Also wenn ich Ne, falsch rum. Also diese Fixierung auf den Export ist eine Folge des Darbens des Binnenmarktes. Wenn der Binnenmarkt stärker entwickelt hätte, dann wäre es nicht zu so einem Exportboom gekommen. Naja, aber das Ding ist ja, wenn ich deutscher Kapitalist bin, dann ist mir egal, wo meine Profite herkommen. Ob ich jetzt meine Profite dadurch erziele, dass deutsche Arbeiter mehr Autos kaufen oder dass die chinesische Mittelschicht mehr Autos kauft, das kann mir ja wurscht sein, wenn am Ende meine Bilanz gut aussieht. Und die Bilanz sieht ja gut aus. Nicht nur auf Unternehmensebene für die großen deutschen Industriekonzerne, sondern vor allem auf persönlicher Ebene für die individuellen Kapitalistinnen. Weil die Kombination eines Exportbooms mit gleichzeitig extrem niedrigen Steuern für Kapitalisten eben dazu geführt hat, dass die Vermögen der deutschen Kapitalisten historische Höchststände erreichen. Die deutschen Kapitalisten sind heute als Individuen bei weitem reicher, als sie es vor 40 Jahren waren. Das heißt, die Strategie funktioniert ja für einen deutschen Kapitalisten.
Ja, aber ich bin eben der Meinung, das könnte man durch eine andere Steuerpolitik und eine andere Lohnpolitik ändern. Also da, das ginge halt, wenn man die richtige Partei in der Regierung hätte. Aber warum sollte das Kapital, deutsche Kapital offen sein dafür, das zu ändern? Es läuft ja hervorragend, wie es momentan läuft für sie. Und das spiegelt ja die Politik der deutschen bürgerlichen Parteien wider. Die FDP, die CDU, auch die AfD vertreten ja einfach die Wirtschaftspolitik, die dem deutschen Kapital diese Rekordprofite beschert haben in den letzten Jahren. Warum sollten sie das so wechseln? Also ich bin der Meinung, dass man durch Wahlen eine sozialdemokratische Partei an die Macht in Deutschland bringen könnte und die dann eine andere Steuer- und eine andere Lohnpolitik machen könnte. Das ist mehr oder weniger meine politische Utopie, die ich für dieses Land hätte. Also ich glaube, wenn das passiert, und ich meine, wir haben jetzt gesehen, wir haben regelmäßig SPD-Regierungsbeteiligungen gehabt, die eine genauso neoliberale Politik waren. Aber selbst wenn ihr davon ausgeht, es wird eine SPD-Regierung, eine linke Regierung, eine Sahra-Wagenknecht-Regierung geben, die versucht, eine solche Politik zu treiben, dann wird die erste Reaktion des deutschen Kapitals Kapitalflucht, andererseits Produktionsverlagerung sein. Ja, Dann wohin kann denn? natürlich, Wohin denn? Beispielsweise Produktionsverlagerungen in die osteuropäischen EU-Staaten, Produktionsverlagerungen nach Südasien. Das ist ja nicht so, dass wir das noch nicht gesehen haben in den letzten Jahrzehnten. Es ist in Deutschland ja weniger stark ausgeprägt gewesen als beispielsweise in den USA oder Großbritannien. Aber eben deswegen, weil in Deutschland das Lohnniveau relativ niedrig ist. Die USA oder Großbritannien zum Beispiel haben ja quasi ihre gesamte Industrie ins Ausland verlagert. Aber in Deutschland ist das weniger passiert, eben genau deswegen, weil das Lohnniveau in Deutschland nicht so hoch ist wie in den USA. Deswegen müssten wir das auf europäischer Ebene durch vernünftige Regeln bei der Lohnfindung ergänzen. Also Länder, die ein besonders starkes Wachstum ihrer Wirtschaft erleben, die müssen dann natürlich die Löhne dementsprechend anheben. Das muss auch auf europäischer Ebene vorgeschrieben werden. Das war einer der größten Fehler. Also aus deutscher Sicht war es jetzt nicht mal ein Fehler, aber es war einer der größten Fehler jetzt aus gesamteuropäischer Sicht im Vertrag von Maastricht, dass man da eben ja Grenzen für die Staatsverschuldung festgelegt hat und keine Grenzen für die Lohnfindung oder die Höhe von Leistungsbilanzdefiziten oder Überschüssen. Beziehungsweise bei Leistungsbilanzdefizite und Überschüsse gibt es Regeln, aber die werden von der EU-Kommission schlicht und ergreifend nicht durchgesetzt. Aber da kommt ja dann wieder das ins Spiel, dass die EU eben kein geeinter Staat ist, dass tatsächlich die EU ein Wirtschaftsbund ist, in dem die einzelnen Gliedstaaten eine völlige politische Souveränität besitzen. Und das führt eben dazu, dass wir innerhalb der EU die Staatenkonkurrenz zwischen einem Dutzend verschiedener Nationalstaaten haben, die das gar nicht als in ihrem Interesse liegend betrachten. Und ich glaube, dass das in Europa sogar auf beiden Seiten der Fall ist. Wenn wir jetzt annehmen, das deutsche Kapital wäre aufgrund einer linkeren Sozialpolitik dazu geneigt, Kapitalflucht zu betreiben und seine Produktion, sagen wir, auf den Balkan zu verlegen, nach Rumänien oder Bulgarien, dann würden ja die bulgarische oder die rumänische Regierung nicht sich dagegen sträuben. Sie wären ja hocherfreut darüber. Sie wären ja hocherfreut darüber, dass wenn auch zu niedrigeren Löhnen als in Deutschland künftig deutsche Autos in größerem Umfang in Rumänien oder Bulgarien produziert werden. Weil dadurch die Stellung des rumänischen oder bulgarischen Kapitalismus, des rumänischen oder bulgarischen Staates immer noch steigen würde. Das heißt, selbst die Länder, in die die Produktion ausgelagert wird, haben ja kein Interesse, dass ihr Wettbewerbsvorteil noch niedrigerer Löhne aufgehoben wird. Das heißt, ich glaube, in dieser Staatenkonkurrenz innerhalb der EU hat das Kapital keines beteiligten Staates ein Interesse an einer Erhöhung des Lohnniveaus. Ja, da magst du auf jeden Fall recht haben. Deswegen braucht es neue Regeln für die gesamte EU. Und ja, ich sehe deine Kritik, dass das aufgrund der unterschiedlichen Interessen der Regierungen so gut wie ausgeschlossen ist nach den aktuellen politischen Gegebenheiten, die wir in der EU haben. Da müsste Also man halt in ganz ich würde auch viel. in einem, Okay, sag du es mal. also ich würde auch in einem Punkt zustimmen, die Behebung der immanenten Dysfunktionalität der EU würde eine politische Einigung der EU voraussetzen. Ich glaube aber, dass es eine solche politische Einigung der EU zu einem Bundesstaat niemals geben wird, weil in dem Moment, in dem die politische Einigung Europas droht und damit der Wegfall des deutschen Wettbewerbsvorteils, würde das deutsche Kapital, das österreichische Kapital, das niederländische Kapital und so weiter eben darauf drängen, aus der EU auszutreten.
In dem Moment, in dem die EU droht, ein Bundesstaat zu werden, wäre die EU für das deutsche Kapital nicht mehr attraktiv und würde man die EU sprengen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass die politische Einigung Europas auf kapitalistischer Grundlage jemals gelingen wird. Und ich glaube, dass diese Misere sich zwangsläufig fortsetzen wird. Ne, ganz so hoffnungslos sehe ich es dann doch nicht, denn wenn man in den größten Staaten der EU, vor allem in Deutschland und in Frankreich, eine sozialdemokratische Regierung hätte, die bereit wäre, so eine neue Lohnregeln, neue Grundregeln, die für den Sozialstaat gelten, einzuführen in der gesamten EU, dass halt Lohndumping als Mittel, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, ausgeschlossen wird, dann wäre es meiner Meinung nach möglich, die EU-Verträge neu zu schreiben, wenn man da zumindest in den großen EU-Staaten sozialdemokratische Regierung hätte. Das ist im Moment sehr fern und es ist unwahrscheinlich, dass das zeitgleich in allen großen EU-Staaten der Fall ist. Das ist aber meiner Meinung nach die einzige Hoffnung. Aber ich glaube, das Problem ist, dass die sozialdemokratischen Parteien selbst an einem solchen Szenario ja kein wirkliches Interesse haben. Das Interesse der sozialdemokratischen Parteien besteht ja ebenfalls in einer Stärkung des Standorts Deutschland. Und der Standort Deutschland wird gleichgesetzt mit den Profiten der deutschen Konzerne. Und die Profite der deutschen Konzerne, die steigen eben durch diese Situation. Deutschland fährt ja ausgezeichnet, also wenn man unter Deutschland die deutsche herrschende Klasse versteht, dann fährt Deutschland ja ausgezeichnet mit dieser Dysfunktionalität der EU und der dadurch ermöglichten Exportfixierung. Das heißt, ich glaube, die sozialdemokratischen Parteien sind einfach an einem ideologischen Punkt angekommen, dass ihr Ziel ebenfalls das Prosperieren der deutschen Konzerne ist und das dem wird Ja, halt vorhin verdient. sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber unser Gespräch geht ja auch nicht mehr lange. Wir haben meiner Meinung nach gerade keine große sozialdemokratische Partei in Deutschland. Also eine Partei, die sich für höhere Löhne einsetzt, die sich für einen größeren Sozialstaat einsetzt, die sich für eine vernünftige Geldpolitik einsetzt, die haben wir schlicht und ergreifend in Deutschland gerade überhaupt nicht. Naja, keine große, aber wir haben als sozialdemokratische Partei die Linke. Aber da sehen wir eben auch schön, dass die einzige im weitesten Sinne sozialdemokratische Partei, die es in Deutschland gibt, eine Partei ist, die erstens bei etwa 5% herumkrebst, die andererseits vom deutschen Kapital geschlossen als sein Feind betrachtet wird. Das heißt, gerade die Rezeption der Linken in Deutschland spricht für mich nicht dafür, dass man die herrschende Klasse von den Vorteilen einer expansiven Sozialpolitik für sie selbst überzeugen kann. Ich müsste eigentlich jetzt ein, 2 Minuten los, würde gerade noch die Ja. Gelegenheit geben, Schlusswort. Ja, dann sag, was du zu sagen hast. Ich war jetzt eigentlich eh schon fast bei meinem Schlusswort. Also ich würde halt deswegen am Beispiel der Linken nur noch mal darauf hinweisen wollen, dass ich halt glaube, dass die Tatsache, dass schon die Linke, die ja nur einen moderat linksreformistischen sozialgewährten Wirtschaftskurs vertritt, vom deutschen Kapital als eine Art leibhaftiger Satan betrachtet wird, stimmt dann doch sehr pessimistisch für die Aussicht, dass man das deutsche Kapital davon überzeugen könnte, eine expansive Wirtschafts- und Sozialpolitik sei in ihrem eigenen Interesse. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei dir und würde auch gerne wieder mit dir eine Debatte über ein anderes Thema führen. Gerne einen schönen Abend noch und danke für die Einladung.